Die Reolink Go PT. Das Besondere an der Kamera ist, dass sie mit einem mitgelieferten Solarpanel funktioniert und damit auch komplett autark funktionieren kann. Der mitgelieferte Akku kann natürlich auch so aufgeladen werden, aber dann halt auch an das Solarpanel angeschlossen werden und allein durch die Kraft der Sonne funktionieren. Für wen das interessant ist, der sollte hier wirklich mal bei der Reolink vorbeischauen. Die Schwenkbarkeit der Kamera beträgt 55 Grad und die Neigbarkeit ganze 140 Grad. Natürlich ist auch ein Nachtsichtmodus dabei, dieser reicht allerdings nur bis zu 10 Meter. Da können die anderen Kameras aus dem Vergleich hier meistens besser abschneiden. Mit dabei ist natürlich ebenfalls die Bewegungserkennung, die Menschen von zum Beispiel Tieren oder Gegenständen unterscheiden kann. Und es gibt auch die Möglichkeit, eine spezifische Alarmansage aufzusprechen, die sich dann automatisch abspielt, wenn sich jemand der Kamera nähert. So kann die Kamera aber nicht nur Audio ausgeben, sondern auch Audio empfangen, liefert also nicht nur Bild, sondern also auch gleichzeitig Tonaufnahmen von der überwachten Umgebung. Besonders ist, dass die Kamera nicht nur autark, sondern auch im Mobilfunknetz funktioniert. Dafür ist eine zusätzliche Nano-SIM-Karte zwar erforderlich, die Kamera kann dann aber wie gesagt ohne WLAN, sondern halt auch im Mobilfunknetz funktionieren und die aufgezeichneten Bilder auf sein Smartphone dann mit bis zu 4G, also LTE-Geschwindigkeit übertragen. Auf dem Smartphone werden dann nicht nur die Kamerabilder übertragen, sondern auf der App sind dann auch sämtliche Benachrichtigungen möglich, wenn sich zum Beispiel jemand Unbefugtes in den überwachten Bereich begibt. Die Speicherung der Bilder funktioniert dabei über eine mitgelieferte 32 GB Speicherkarte. Ja, das bekommt man also geboten für die höchste Preisklasse aus diesem Vergleich. Natürlich gibt es noch wesentlich teure Überwachungskameras. Wir haben jetzt aber hier mal Schluss gemacht bei 280 Euro. Eine starke Schwenk- und Neigbarkeit, die Möglichkeit, die Kamera im Mobilfunknetz und auch autark mit einem Solarpanel zu betreiben, sowie die Standardfunktionen der Livestream-Übertragung, Benachrichtigungen und auch eine eingesprochene Alarmansage. Das alles bekommt man hier für 280 Euro knapp, aktuell bei Amazon. Wenn ihr mehr zu dem Gerät oder allen anderen Geräten erfahren wollt, wie gesagt, schaut in der Videobeschreibung vorbei, dort sind alle Geräte verlinkt. Vielen Dank jetzt erstmal fürs Zuschauen, wir hoffen, ihr konntet einen guten Überblick gewinnen.